Liebe Hamburger und Hamburgerinnen, liebe Gäste der Hansestadt. Im Juli 2007 wird hier bei uns in Hamburg das neue Auswanderermuseum Ballinstadt eröffnet. Das wird dann für Hamburger und die Gäste aus der ganzen Welt ein Ort sein, an dem man sich über das Thema Auswanderung informieren kann. Gerade im Kontext Metropole, wachsende Stadt, ist es sehr wichtig, sich auch mit der Geschichte auseinanderzusetzen, eben auch mit der Migrationsgeschichte. Man muss sich das mal vorstellen. Rund 5 Millionen Menschen sind zwischen 1850 und 1934 von Hamburg aus nach Amerika ausgewandert. Die Auswanderer kamen aus ganz Deutschland und vor allem auch aus Osteuropa, alle mit der Hoffnung auf eine bessere Zukunft. In der Ballinstadt wird man sich über die Umstände und Beweggründe von ihnen informieren können. Natürlich wünschen wir uns, dass das Ensemble Ballinstadt eine vergleichbare Strahlkraft entwickelt im Laufe der Zeit wie sein Gegenstück, nämlich Ellis Island in den Vereinigten Staaten bei New York. Weltweit besonders ist bei unserem Projekt, dass wir im Hamburger Staatsarchiv die originalen Schiffslisten ab 1850 aufbewahren und die werden digital aufbereitet, sodass man sozusagen sein eigener Familienforscher sein kann. Jedermann kann Forschung zu seiner Familiengeschichte betreiben. Man kann präzise erfahren, wann die Vorfahren in Hamburg gewesen sind und zu welchem Zielhafen sie ausgeschifft sind und was noch wichtiger ist, woher sie ganz genau gekommen sind. Wir hoffen, dass dies auch viele Amerikaner anziehen wird. Das Museum befindet sich auf der Veddel, nahe des Wilhelmsburger Platzes, auf der südlichen Seite der Elbe. Museum, Parkanlage, Ballinstadt und Anleger, das alles wird ein sehr schönes Ensemble sein. Die Auswandererhallen wurden teilweise rekonstruiert. So ist eine Hauptfassade erhalten und die Speise- und Schlafpavillons sind mit historischen Möbeln ausgestattet und es gibt ganz viel Information drumherum. Das Projekt Ballinstadt ist wieder ein Projekt von Public-Private Partnership. Die Hamburger Bürgerschaft beschloss im Jahr 2004 das Projekt. Das Gute ist, dass von den erforderlichen 9 Millionen Euro rund ein Drittel von Sponsoren kam. Ganz wichtig dabei die Hapag-Lloyd. Das hat damit zu tun, dass Albert Ballin, der Namensgeber der Ballinstadt und der Erfinder der Ballinstadt, seinerzeit Generaldirektor der Hapag war und insofern sich das Unternehmen dieser Tradition natürlich sehr bewusst ist. Dazu kommen die Norddeutsche Affinerie, die Hamburger Feuerkasse, der Flughafen Hamburg und auch die Warburg-Stiftung, ein wichtiger Finanzier, auch zu damaligen Zeiten der Hapag. Auch der Berlin Park ist durch Sponsorenmittel finanziert worden. Im Ganzen ist ein sehr wichtiger Ort entstanden, der das Thema Auswanderung und Migration lebendig macht. Besuchen auch Sie diesen Ort hier in Hamburg, um Hamburg dabei neu zu erleben und neu zu verstehen.